Hallo und herzlich willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 55. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du für jeden einzelnen von uns einen persönlichen Plan hast und dass du direkt zu uns sprechen möchtest. Auch jetzt durch dein Wort. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Mose 46 bei der Aufzählung der Familienmitglieder. Jakobs, die mit ihm nach Ägypten gezogen sind. Wir lesen in Vers 12: Die Söhne Judas, Er, Onan, Schela, Peretz und Serach. Aber er und Onan waren im Land Kanan gestorben. Die Söhne des Peretz aber waren Hesron und Hamul. Die Söhne Isaschas, Tola, Puba, Job und Shimron. Die Söhne Sebulons, Seret, Elon und Jaleel, Das sind die Söhne von Lea, die sie dem Jakob in Padan-Aram geboren hatte. Und Dina, seine, Töchter, seine Tochter, alle seine Söhne und Töchter, sind 33 Seelen. Die Söhne Gatz, Ziphion, Hagi, Shuni, etzbon Eri, Arodi und Areli. Die Söhne Asses, Jimna, Jeschwa, Jeschwi, Beria und Serach, ihre Schwester. Und die Söhne Berias, Heber und Malkiel. Das sind die Söhne von Silpa, die Laban seiner Tochter Lea gab. Sie gebar diese dem Jakob insgesamt 16 Seelen. Die Söhne Rahils, der Frau Jakobs, Joseph und Benjamin, und dem Josef wurden im Land Ägypten Manasse und Ephrem geboren, die ihm Asnat gebar, die Tochter Potipheras des Priesters von On, die Söhne Benjamins, Bela, Becher, Aschbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim und Art. Das sind die Söhne von Rahel, die dem Jakob geboren wurden, alle zusammen vierzehn Seelen, die Söhne Dan's, Husim, die Söhne Naftalis, Yatzeel, Guni, Jeze und Schillem. Und das sind die Söhne von Bilha, die Lavan seiner Tochter Rachel gab. Sie gebar diese dem Jakob insgesamt sieben Seelen. Alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen, die aus seinen Ländern hervorgegangen waren, ausgenommen die Frauen der Söhne Jakobs, sind zusammen 66 Seelen. Und die Söhne Josefs, die ihm in Ägypten geboren sind, waren zwei Seelen, sodass alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, 70 waren. Es ist ganz interessant zu beobachten, dass Jakob zwölf Söhne hatte und hier mit 70 Personen nach Ägypten gezogen ist. Jesus hat zwölf Jünger zu Aposteln gemacht und später noch einmal 70. Jünger ausgesandt und damit sehr deutlich gemacht, dass er der eigentliche, der antitypische Israel ist. Wenn ihr etwas Interessantes tun wollt, könnt ihr mal für euch selbst die Verbindung zwischen Israel und Jesus, auch im Bezug auf Jakob, den Beginn dieses Volkes, einmal studieren. Vers 28, er hatte aber den Juder vor sich her zu Josef gesandt, damit er ihn zur Begegnung nach großen Weise und sie kamen in das Land Gosen. Man sieht hier, welche besondere Rolle der Juda gespielt hat und welches Vertrauen auch der Vater in diesen bekehrten Sohn gehabt hat. Wenn wir Gott gefunden haben, wenn wir uns bekehren, dann werden wir sehr schnell auch Verantwortung übernehmen in unserer Familie. Da spannte Josef seinen Wagen an und fuhr seinem Vater Israel nach Gosen entgegen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Etwas, das mir auffällt, wenn ich Josefs Leben betrachte, ist, wie oft er geweint hat. Ein Mann Gottes, der wirklich sehr emotional gewesen ist. Und wenn du vielleicht auch sehr emotional bist, dann wisse, dass das keine negative Sache ist. Josef selbst hat viel geweint. Und Israel sprach zu Josef: Nun will ich gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht geschaut habe und sehe, dass du noch lebst. Gott hatte ihm den tiefsten Herzenswunsch erfüllt, der so tief war, dass er nicht einmal mehr geglaubt hat, dass das möglich sei und dass er vielleicht auch gar nicht mehr darum gebetet hat, vielleicht. Aber Gott wusste, was tief in seinem Herzen ist und Gott weiß, was tief in deinem Herz ist und er möchte dir das gerne erfüllen zu deinem besten. Josef aber sprach zu seinen Brüdern und zu dem Haus seines Vaters: Ich will hinaufgehen und es dem Pharao berichten und ihm sagen, meine Brüder und das Haus meines Vaters, die in Kanaan waren, sind zu mir gekommen und die Männer sind Schafhirten. Sie sind Viehzüchter und haben ihre Schafe und Rinder und alles, was ihnen gehört, mitgebracht. Wenn euch dann der Pharao rufen lässt und euch fragt, Was treibt ihr? So sollt ihr sagen: Deine Knechte sind Viehzüchter gewesen von ihrer Jugend an, bis jetzt wir und unsere Väter. Dann werdet ihr im Land Gosen wohnen dürfen. Weil alle Schafhirten den Ägyptern ein Gräuel sind. Und Josef kam und berichtete es dem Pharao und sprach: Mein Vater und meine Brüder sind aus dem Land Kanan gekommen, samt ihren Schafen und Rindern und aller ihrer Habe, und siehe, sie sind im Land Gosen. Er aber hat, er hatte aber aus der Zahl seiner Brüder fünf mitgenommen und stellte sie dem Pharao vor. Und der Pharao fragte seine Brüder: Was treibt ihr? Sie antworteten dem Pharao: Deine Knechte sind Schafhirten, wir und unsere Väter. Und sie sprachen zum Pharao, wir sind gekommen, um uns im Land Ägypten aufzuhalten, im Land aufzuhalten. Denn deine Knechte haben keine Weide für ihr Vieh. So hart beschwert die Hungersnot das Land Kanaan. Und nun möchten deine Knechte gerne im Land Großen wohnen. Da sprach der Pharao zu Josef, dein Vater und deine Brüder sind zu dir gekommen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wenn wir unser Leben dir geben, du uns Verantwortung übergibst in der Umgebung, in der wir sind, in unseren Familien und dass du uns zu vertrauenswürdigen Personen machst. Tu das in unserem Leben, das bitten wir im Namen Jesu. Amen.